2019 feierte Jon Favreau mit seinem Animationsfilm König der Löwen einen Riesenerfolg. Nun soll es mit einem Prequel zu Disneys Neuauflage weitergehen. Und wie wir vor einigen Tagen erfahren haben, gibt es auch schon erste Darsteller zu vermelden. Laut dem US-Magazin Deadline wird Aaron Pierre Mufasa und Calvin Harrison Jr. dessen feindseligen Bruder Scar synchronisieren. Der zuvor genannte Jon Favreau wird dann allerdings nicht mehr mitmischen, denn für das Prequel hat man Moonlight-Regisseur Barry Jenkins verpflichtet. Gemeinsam mit Jeff Nathanson, der auch beim 2019er Film das Drehbuch geschrieben hat, will man bald dem Erfolgsfilm ein würdiges Prequel liefern. Der Vorgänger ist mit 1,6 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis immerhin der siebterfolgreichste Film aller Zeiten. Worum genau es dann in der Geschichte gehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Es gilt nur als gesichert, dass man wieder auf die atemberaubende Animationstechnologie des Originals zurückgreifen wird. Das Startdatum des König der Löwen Prequels ist derzeit leider noch nicht bekannt. Nur wenige Sony-Filme hatten in den letzten zwei Jahren einen so großen Hype wie Venom: Let There Be Carnage. Ganz nach dem für Splatter-Fans sehr wohlklingenden Titel gingen eigentlich alle davon aus, dass der Film keine Jugendfreigabe bekommen werde. Zur großen Enttäuschung vieler Fans gab die Motion Picture Association of America, kurz MPAA, bekannt, dass der Film sogar eine Freigabe ab 13 Jahren erhalte. Von hoher Gewalt und einem im Blutrausch rasenden Carnage kann im kommenden Film also nicht die Rede sein. Auf der anderen Seite ist das aber auch nicht überraschend, denn Sony fährt bisher mit seiner Altersfreigabe eine relativ konsequente Schiene. Der Vorgänger erhielt das gleiche Rating. Wer nun also hoffte, dass Venom: Let There Be Carnage in die Fußstapfen von Joker als erfolgreichster R-Rated-Film aller Zeiten eingeht, wird enttäuscht sein. Mit ähnlichen Filmen hatte die Konkurrenz von DC auch keinen großen Erfolg, siehe The Suicide Squad oder Birds of Prey. Venom: Let There Be Carnage erscheint am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos. Fans von Top Gun Maverick und Mission Impossible 7 müssen jetzt stark sein. Denn erneut hat sich Paramount dazu entschieden, die beiden Filme mit Tom Cruise nach hinten zu verschieben. Zum Ärger vieler Fans des 59-Jährigen handelt es sich dabei nicht nur um ein paar Wochen, sondern direkt um einige Monate. Paramount fährt dabei eine besondere Strategie, denn jüngst wurde bekannt gegeben, dass man 2021 keinen einzigen Film mehr veröffentlichen wolle. Für Top Gun Maverick hat man das Memorial Day-Wochenende in den USA angepeilt, das am 28. Mai 2022 beginnt. Das wäre ursprünglich der Termin für Mission Impossible 7 gewesen, weswegen man diesen ebenfalls um mehrere Monate nach hinten verschiebt. Um genügend Abstand zwischen den beiden Tom Cruise-Filmen zu haben, bringt man Mission Impossible 7 nun sogar erst in über einem Jahr am 30. September 2022 raus. Habt ihr Verständnis für die Entscheidung von Paramount oder sollte sich der Publisher vielleicht lieber an der Konkurrenz orientieren und die Filme zeitnah herausbringen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Resident Evil Videospielreihe begeistert seit über 25 Jahren Horrorfans rund um den Globus. Es gibt zusätzlich noch eine Filmreihe mit Hauptdarstellerin Mila Jovovich, die allerdings aufgrund ihres hohen Action- und niedrigeren Horroranteils von Hardcore-Fans eher gemieden wird. Genau diese Zielgruppe soll aber mit dem kommenden Reboot Resident Evil Welcome to Raccoon City angesprochen werden, denn die Neuauflage geht bewusst in eine deutlich gruseligere Richtung. Das beweisen auch bereits die ersten Bilder, die drei exklusive Szenen aus dem Film zeigen. Man sieht unter anderem Kaya Scodelario als Claire Redfield, Tom Hopper als Albert Wesker, Nathan Dales als Brett Vickers, Hannah John Kamen als Jill Valentine, Marina Mazzeppa als Lisa Trevor und zu guter Letzt Robbie Amell als Chris Redfield. Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse wird natürlich das berühmt-berüchtigte Spencer-Herrenhaus sein, das bereits im ersten Videospiel Fans in Angst und Schrecken versetzt hat. Vor allem der Auftritt von Lisa Trevor sorgte in der Fangemeinde für Aufsehen, schließlich ist das 14-jährige Mädchen das erschreckende Resultat eines gescheiterten Umbrella-Experiments. Der Auftritt von Lisa ist zudem ein gutes Zeichen, denn er bedeutet, dass man sich am Setting der Vorlage orientiert. Das Reboot Resident Evil Welcome to Raccoon City erscheint am 25. November 2021 in den deutschen Kinos. Derzeit läuft Disneys Jungle Cruise in den Kinos und schneidet mit knapp 190 Millionen US-Dollar Einspielergebnis nicht schlecht ab. Zumindest für ein Release während der Pandemie. Die Krux an der Sache ist allerdings, dass der Film stolze 200 Millionen US-Dollar an Produktionskosten verschlungen hat, was eine ordentliche Stange Geld ist. Dennoch entschied sich Disney dazu, einen zweiten Teil zu produzieren. Der Grund ist klar, 190 Millionen US-Dollar Einnahmen in der jetzigen Zeit sind wirklich nicht schlecht und außerdem hat man mit Jungle Cruise endlich mal wieder einen Erfolg im Bereich Live-Action-Abenteuer gelandet. Besonders schmerzlich wird der Konzern dabei an das groß angelegte Vermächtnis-Franchise mit Nicolas Cage denken, denn das schnitt alles in
allem unterirdisch ab. Der Erfolg von Jungle Cruise hängt natürlich auch maßgeblich von der Performance von Dwayne Johnson und Emily Blunt ab. Deswegen es keine Überraschung ist, dass die beiden für einen zweiten Teil wieder vor der Kamera stehen werden. Auch auf dem Regiestuhl wird es keinen Wechsel geben, da Jean-Colette Serra erneut das Ruder übernehmen wird. Wann genau wir Frank Wolf und seine Gefährtin Dr. Lily Houghton wiedersehen werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. In den letzten Wochen rumorte es ziemlich in der Gerüchteküche zu The Expendables 4. 7 Jahre nach dem ersten Teil ist nun aber klar, dass es keinen Spin-off zu einzelnen Charakteren wie beispielsweise Jason Statham's Lee Christmas geben wird, sondern einen vollwertigen vierten Teil. Das berichtet auch der Hollywood Reporter, der zusätzlich eine erste Besetzung des vierten Teils veröffentlichte. Demnach kehren Sylvester Stallone als Barney Ross, Jason Statham als Lee Christmas, Dolph Lundgren als Gunnar Jensen und Randy Couture als Tall Road zurück. Soweit so gut, deutlich spannender. Da sind allerdings die Neuzugänge, die keine Unbekannten in der Unterhaltungsbranche sind. Da wären zum einen Ex-Transformer-Star Megan Fox, US-Rap-Legende Curtis Jackson alias 50 Cent und Martial-Arts-Kämpfer Tony Yah. Gemäß den Informationen des Hollywood Reporters wird Jason Stathams Figur Lee Christmas zwar keinen Spin-off erhalten, aber er soll deutlich stärker in den Fokus gerückt werden. Auf der Seite der weiblichen Darsteller wird Megan Fox die Hauptrolle übernehmen. Das genaue Startdatum von The Expendables 4 ist noch unklar, wir rechnen aber angesichts des Drehstarts im Oktober mit einem Release nicht vor Ende 2022. Am 16. Oktober 2021 ist es soweit. Der DC Fandom findet wieder statt. Die mittlerweile zweite Ausgabe des Events, das aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr als Gegenstück zu San Diego Comic-Con etabliert wurde, verspricht auch in diesem Jahr einiges an neuem Material. Am spannendsten ist wohl die Ankündigung eines neuen The Batman-Trailers, der als zweiter seiner Art auf der Convention gezeigt werden soll. Wird auch langsam Zeit, schließlich erscheint der DC-Blockbuster bereits im März kommenden Jahres. Zusätzlich darf man sich auf exklusive Einblicke zu weiteren A-List-Filmen aus dem Hause Warner Brothers freuen, denn neben The Batman wird es neues Material zu The Flash, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom sowie Shazam! Fury of the Gods geben. Außerdem soll es ein Abschiedstribute für die Serie Supergirl geben, da diese nach nunmehr 6 Staffeln nicht mehr fortgesetzt wird. Für die 2019 angelaufene Serie Batwoman gibt es, genauso wie für die The Flash-Serie, ebenfalls neue Eindrücke. Der zweite DC Fandom findet am 16. Oktober 2021 statt. Falls euch bestimmte Panels also besonders interessieren, solltet ihr den Livestream auf keinen Fall versäumen. Wer noch mehr zu DC und vor allem zum kommenden Black Adam hören und sehen möchte, dem können wir unser neuestes Kinocheck Original vom vergangenen Mittwoch empfehlen. Dort werdet ihr nochmal auf den aktuellen Stand gebracht, bevor ihr euch am kommenden DC Fandom Mitte Oktober dann das neue Bildmaterial zu Gemüte führen könnt. Wer eher auf altbewährte Franchises setzt, der darf natürlich auf keinen Fall den neuesten und letzten Trailer zum kommenden James Bond No Time to Die auf unserem Kanal verpassen.